Hallo Investoren, hallo Trader, herzlich willkommen zu unserem Format der Aktien-Screener. Auf die heutigen Unternehmen wurde ich mit unserem High-Beta-Stock-Template, das von Daniel Sanger inspiriert wurde, aufmerksam. Daniel Sanger ist der Weltrekordhalter für den größten prozentualen Gewinn eines Finanzportfolios im Zeitraum von 12 bzw. 18 Monaten. Mit einer Performance von mehr als 10.000% hat er sich einen Platz im Trader-Olymp gesichert. Da es ihm nachgewiesenermaßen gelang, im Zeitraum von Juni 1998 bis Dezember 1999 aus 10.775 US-Dollar 18 Millionen US-Dollar zu machen. Tja, wie hat er das geschafft? Wichtig zu begreifen ist, dass denn Sanger nur in Bullenmärkten handelte. So einen Bullenmarkt haben wir ja auch aktuell, ja, und nur bei den führenden Aktien dabei sein wollte. Hier wollte er möglichst schnell die stärksten Aufwärtsbewegungen mitnehmen. Die führenden Aktien definierte Sanger als High-Beta-Stocks, die sich im charttechnischen Konsolidierungsformationen wie zum Beispiel Dreiecke oder flache Basen an Verlaufshochs bewegen. Durch die Restriktion für den Beta-Faktor haben diese Aktien ein noch größeres Potenzial, richtig durchzustarten, wenn bullische Konsolidierungsformationen wie Dreiecke oder Flaggen nach oben hin in Trendrichtung verlassen werden. Wichtig für Dan Sanger war außerdem, dass die Kursanstiege von hohem Handelsvolumen begleitet wurden. Wir haben heute auch so eine Aktie dabei. Volumen, so seine Meinung, ist alles. Keine Aktie kann eine große Bewegung ohne Volumen machen. Wir bei TraderFox haben uns von Dan Sanger inspirieren lassen und unsere Sanger-Strategie folgendermaßen modelliert. Wir filtern das Aktienuniversum nach Aktien, die ein Beta von über 1,5 haben. Gleichzeitig setzen wir voraus, dass die Aktien zu den 30% der Aktien mit der höchsten relativen Stärke gehören und wir ranken die Treffermenge nach Beta. Um das Template aufzurufen, melde ich mich wie immer bei TraderFox an. Ich benutze hier das Template Aktien Rankings. Das Template, das gibt es als Teil des Abo-Paketes TraderFox Morningstar bereits für 25 Euro im Monat. Infos dazu findet ihr unter dem oben eingeblendeten Link. Ja, und ihr seht schon, hier haben wir die verschiedenen Programme, die ihr euch ansehen könnt. Dann haben wir hier Aktienrankings, was uns heute interessiert. So, und dann, was ist jetzt hier los? Safari kann nicht öffnen. Gut, dann gehen wir jetzt, vielleicht geht es jetzt. Genau, jetzt seht ihr hier schon, hier sind die vorgefertigten Templates. Ihr könnt natürlich auch eigene Templates erstellen, ist ja klar. Aber natürlich auch unsere vorgefertigten Templates nehmen. So, wo haben wir hier den Sanger? Genau hier. Dann seht ihr hier auch einfach nochmal die Einstellungen, die hatte ich euch ja gerade erklärt. Das Universum, 1000 volumenstärkste Aktien. Ihr könnt natürlich da jedes andere Universum, was wir hier voreingestellt haben, nehmen. Wenn ich jetzt mal auf Scannen gehe, Fehler aufgetreten, aha. Naja, ich versuche es jetzt mal, weil ich euch natürlich auch die Aktien nicht vorenthalten will. So, hat auch geklappt. Also wie immer noch ein kurzer Hinweis. Es handelt sich hier nur um meine eigene Meinung. Es ist hier keine Anlageberatung. Ja, und dieses Format stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf irgendeines Wertpapieres dar. So, dann gehe ich mit euch jetzt mal ganz kurz, gehen wir hier mal auf Infoboxen, die Unternehmen vor, die, oder ich zeige euch die einfach mal ganz kurz, die interessant sind. Was mir aufgefallen ist, ja, ganz vorne mit dabei sind aktuell die Blockchain-Unternehmen. Ihr seht schon hier auf Platz 1 Marathon Digital, gefolgt von Riot, dann auch MicroStrategy, Coinbase, ja, Robinhood, also alles die Bitcoin-Unternehmen, die Blockchain-Unternehmen, die hier aktuell ganz vorne mit dabei sind. Und es sind wirklich einige spannende charttechnische Formationen hier vorhanden. Was haben wir denn hier? So zum Beispiel, ja, eine Generac ist eigentlich auch recht interessant, wie ich finde. Ja, auch hier, was ist das hier? MKS Instruments,
Eigentlich auch sehr spannend. So, dann Trade Desk. Ja, sollte man auch verfolgen, wie ich finde. Was haben wir denn hier noch? Onto Innovation hat auch einen tollen Chart. Dann, ja, es sind noch 68, 69 Unternehmen. Aktuell, ah, es schaut auch interessant aus. Bridge Biopharma, ja, bei Biotech muss man natürlich immer ein bisschen aufpassen. Relativ volatil, wisst ihr ja. Surgery Partners, auch ein spannender Chart hier. So, dann, was haben wir denn hier noch? Lame Research gefällt mir beispielsweise auch sehr, sehr gut aktuell. Da können wir auch mal einen kürzeren Zeitraum reingehen. Also wenn es hier nach oben rausgeht, sehr spannend. Genauso wie bei Pacific Bio, da haben wir eigentlich dasselbe, nur allerdings ein bisschen volatiler als die Lame, wie ihr sehen könnt. So, was haben wir denn hier noch? Entegris ist auch echt spannend, genauso wie MongoDB, AMD natürlich auch. Dürften die meisten von euch kennen. Amazon eigentlich auch interessant. AlignTech, also ihr seht schon, es sind hier wirklich aktuell viele interessante Chartformationen vorhanden. So, welche Unternehmen schauen wir uns denn heute an? Das will ich euch kurz mal zeigen. Und zwar handelt es sich um drei Unternehmen, die wir uns heute anschauen. Das erste, das ist Airtest Systems. Und das, ja, das habe ich ja schon sehr häufig in letzter Zeit vorgestellt und bespreche es auch seit 2 Jahren regelmäßig. Ja, und ich denke, dass die Rallye hier bei dem Unternehmen noch nicht zu Ende ist. Bei Airtest Systems, da handelt es sich um einen Hersteller von Testgeräten für die Halbleiterindustrie, der, wie ich finde, weiter auch ein sehr tolles Chartbild abgibt. Das Unternehmen, das fertigt und vertreibt komplette Wafer-Kontakt-Prüfsysteme sowie Systeme für die Prüfung während des Burn-ins. Die Testsysteme ermöglichen es, mögliche Defekte bereits in der Wafer-Form und nicht erst in gehäuster Form aufzuspüren. Mit einer Marktkapitalisierung von 1,4 Milliarden US-Dollar, ja, da handelt es sich um ein eher noch kleines Unternehmen, das zuletzt aber mit einem starken Wachstum überzeugen konnte. Sektor ist Technologie, ja, und die Branche ist die Semiconductor-Branche. Dass das Wachstum hoch ist, das seht ihr auch hier im TradeFox Wachstumscheck. Die Aktie, die bekommt aktuell 14 von 15 Punkten. Im vergangenen Geschäftsjahr, da feierte er ein historisches Rekordjahr. Die Umsätze explodierten nach 3 schwachen Jahren in Folge regelrecht und wuchsen um über 200% gegen dem Vorjahr, dem Fiskaljahr 2021. Zudem schloss das Unternehmen das Geschäftsjahr 2022 erstmals seit 2018 wieder profitabel ab, bei einer Nettomarge von 19%. Airtest Systems gehört zu den großen Profiteuren der steigenden Absatzzahlen bei E-Autos. Insbesondere die hohe Nachfrage nach Tests für Silizium-Carbid-Bauelemente, SiC, die für die Fertigung von E-Fahrzeugen benötigt werden, ja, die stützen das Geschäft von Airtest Systems. Unter Experten gilt der Markt für SiC-Bauteile als besonders wachstumsstark. Hier konnte er durch wichtige Großaufträge schnell Marktanteile gewinnen und rechnet auch in Zukunft mit Folgeaufträgen. Am 14. Juli, also vor 3 Tagen, da legte das Unternehmen besser als erwartete Ergebnisse für das vierte Quartal vor, was zum Ausbruch auf ein neues Allzeithoch unter hohem Volumen führte. Der Umsatz, der konnte year over year um 9,8% auf 27 Millionen US-Dollar zulegen. Der Nettogewinn, der lag bei 0,23 US-Dollar und fiel ebenfalls besser als die geschätzten 0,21 US-Dollar aus. Interessant ist die Story auch deshalb, weil eine zunehmende Installationsbasis der Fox XP und Fox NP-Test-Systeme auch die Chance auf wiederkehrende Erlöse erhöht. Ja, in diesem Jahr konnten bereits 4 neue SiC-Kunden gewonnen werden, die allesamt die Großserienproduktion planen. Verwiesen wird auf potenzielle neue Kunden für das Einbrennen von Galliumnitrid-Halbleitern, für Stromumwandlungsanwendungen, wobei ebenfalls E-Fahrzeuge und Photovoltaikanlagen hier gute Perspektiven
bieten. Im neu gestarteten Fiskaljahr 2024, da sollen die Erlöse um 50% auf 100 Millionen US-Dollar zulegen können. Ja, und dies signalisiert eine Beschleunigung nach 28% im nun abgeschlossenen Fiskaljahr 2023. Erwartet wird zudem ein Nettogewinn von 28 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von Year over Year um 90% entspricht. Wir sehen uns mal noch den Chart an. Seit Jahresanfang legte der Kurs der Aktie um beinahe 200% zu. Ursache für den starken Kursanstieg, ja, ist unter anderem das sehr hohe Interesse bei Mutual Funds und institutionellen Investoren. Gleichzeitig sehen wir in der Aktie eine sehr hohe Shortquote von 18%. Die starken Quartalszahlen, die dürften die Leerverkäufe hier weiter unter Druck bringen, was den Kurs zusätzlich stützen könnte. Zu beachten ist aber, dass die Aktie sehr volatil ist. Ja, und das hat man auch Anfang März gesehen, als die Aktie an einem Tag um mehr als 30% abgestürzt ist, nachdem Tesla geäußert hatte, dass ein neuer Antriebsstrang viel weniger Siliziumcarbid verwenden würde als die heutigen E-Autos. Diese Ankündigung, die schadete den SiC-fokussierten Chip-Aktien wie eher sehr, ist inzwischen aber auch wieder ausgebügelt. Ja, nach den Quartalszahlen kam es, wie ihr sehen könnt, zu einem starken Abgap von knapp 18% unter erhöhtem Volumen. Ja, ein prozyklischer Einstieg bietet sich meines Erachtens an, wenn das Allzeithoch bei 50 US-Dollar herausgenommen wird. Sollte es zu einem Rücksetzer kommen, dann könnte die Unterstützung im Bereich von 45 US-Dollar als Einstieg dienen, die man im Bereich von, ja, 37 bis 40 US-Dollar dann auch absichern könnte. So, wir kommen zum zweiten Unternehmen, das ist Guardant Health. Wie auch er bespreche ich die Aktie von Guardant Health schon seit einigen Jahren. Zum ersten Mal habe ich sie Anfang 2020 im Tenbagger Depot besprochen. Im Gegensatz zu er notiert die Aktie jedoch nicht am Allzeithoch, sondern entfernt sich aktuell erst wieder von seinen Tiefstkursen. Guardant Health gilt als Pionier bei blutbasierten Analyseverfahren zum Nachweis von Tumor-DNA im Blut und kann mit seinen Produkten die Behandlung von Krebs massiv verbessern. Das Unternehmen, das vermarktet bereits mehrere Bluttests, die Onkologen dabei helfen, für Krebspatienten im frühen und fortgeschrittenen Stadium die beste Behandlungsoption herauszufinden. Das IPO, das war im Jahr 2018, die Marktkapitalisierung, die beläuft sich aktuell auf 4,5 Milliarden US-Dollar. Die Aktie, die befindet sich ja immer noch in einem Abwärtstrend langfristig gesehen und gerät die letzten zwei Jahre mit der gesamten Biotechnologiebranche unter Druck, wobei ein Grund auch darin gesehen werden kann, dass das Unternehmen nicht profitabel ist und wohl auch die kommenden zwei Jahre nicht profitabel werden wird. Die Nettomargen, die sind negativ und die aktuellen Gewinnschätzungen, die gehen davon aus, dass das Unternehmen im Jahr 2027 erstmal einen positiven Gewinn je Aktie ausweisen wird. Ja, dennoch gefällt mir das Unternehmen gut, da es beständig seine Umsatzquellen ausweitet und mit neuen Innovationen glänzt. Eine bemerkenswerte Innovation war kürzlich Shield, das ist ein Bluttest-Screener, den das Unternehmen für Darmkrebs entwickelt hat. Der Antrag, der wurde am 10. März bei der FDA eingereicht und stellt für Guardant Health einen weiteren Schritt zur Diversifizierung seines Portfolios dar. Daneben hat das Unternehmen zuletzt auch andere positive Nachrichten veröffentlicht. So wurde Guardant 360 Response, der erste Bluttest, der es Ärzten ermöglicht, das molekulare Ansprechen anhand von Veränderungen in der zirkulierenden Tumor-DNA zu verfolgen, in das Medicare-Programm aufgenommen. Ja, und das bedeutet, dass nun die Kosten dafür übernommen werden, während der Test zukünftig eine größere Reichweite erfahren wird. Der Markt für Bluttests, ja, der wächst relativ stark und er wird bis 2028 auf über 130 Milliarden US-Dollar geschätzt, was einem durchschnittlichen jährlichen Umsatzwachstum von 7,6% entspricht. Bisher ist es Guardant Health gelungen, diesen Wert auch deutlich zu übertreffen.
So stiegen im letzten Quartal die Umsätze um 34% im Vergleich zum Vorjahr, ja, wenngleich das Wachstum in den letzten Jahren schon auch nachgelassen hat. Die Herausforderung meines Erachtens besteht klar darin, dieses Wachstum jetzt auch tatsächlich in positive Nettomargen umzuwandeln. Das Unternehmen, das muss ja permanent sehr viel Geld in Forschung investieren. Allerdings beruhigt mich hier, dass die Forschungsausgaben zuletzt nur noch um 14% gestiegen sind. Ja, und damit weit weniger stark als die Umsätze. Wichtig wird sein, dass das Unternehmen jetzt zeigt, dass man die Kosten im Griff hat und die Ausgaben mittelfristig weiter senken kann. Das würde auch zeigen, dass das Geschäftsmodell skalierbar ist. Gelingt dieser Nachweis, dann dürfte die Aktie auch wieder von einer höheren Bewertung profitieren. Aktuell liegt das KUV bei 7,3. Spannend werden hier die nächsten Quartalszahlen, die Anfang August erwartet werden. Die Aktie ist in den letzten zwei Jahren von 180 US-Dollar auf 20 US-Dollar im April dieses Jahres gefallen. Nach starken Zahlen zum ersten Quartal, die kamen Anfang Mai, konnte der kurzfristige Abwärtstrend überwunden werden. Das Downgap von Ende 2022, das wurde jetzt beinahe vollständig geschlossen, könnt ihr hier sehr schön links sehen. Ja, und in den letzten Wochen, da konsolidierte die Aktie in einer engen Spanne zwischen 35 und 39 US-Dollar. Sollte es gelingen, den Widerstand bei 39 US-Dollar ist es aktuell zu durchbrechen, ja, das könnte das Zwischenhoch bei 62 US-Dollar das nächste Ziel darstellen. Wenn jetzt beispielsweise starke Zahlen Anfang August vermeldet werden, dann könnte hier ein Upgap entstehen unter hohem Volumen. Ja, das ist was natürlich Dan Senger sehr gut gefallen würde. So, die dritte und letzte Aktie für heute, das ist Snowflake. Das ist ein Unternehmen, das ist ein Spezialist für das sogenannte Data Warehouse, wo große Datenbanken sämtliche Informationen für Analysezwecke zusammenführen. Snowflake bietet Softwarelösungen an, um Kunden aus verschiedenen Branchen bei der Speicherung, Aufbereitung, Analyse und dem Teilen von großen Datenmengen zu unterstützen. Der große Vorteil besteht insbesondere darin, dass Daten aus mehreren Quellen zusammengefasst und unternehmensübergreifend mit Kunden, Partnern, Lieferanten kombiniert und geteilt werden können. Ja, mit der eigenen Snowflake Data Cloud werden weltweit schon mehr als 8000 Kunden bedient. Dazu zählen 590 der Forbes Global 2000 Unternehmen und Firmen wie Okta, Western Union oder auch NBC Universal. Das Unternehmen, das dürfte in den kommenden Jahren massiv von der Nachfrage nach generativer KI profitieren. Der adressierbare Markt, der wird inzwischen bis 2026 auf 246 Milliarden US-Dollar beziffert. Dass Snowflake hier einen großen Rückenwind durch die KI verspüren dürfte, das zeigt die Ende Juni verkündete Partnerschaft sowohl mit Nvidia als auch mit Microsoft. So ist die Data Cloud von Snowflake zum Beispiel für die Erstellung von führenden Datenanwendungen einsetzbar. Wie zuletzt bekannt wurde, soll zukünftig die Nvidia Nemo-Plattform, die das Erstellen und Betreiben von großen generativen KI-Modellen mit Milliarden Parametern ermöglicht, in der Snowflake Data Cloud gehostet und ausgeführt werden können. Ja, Kunden können so direkt eigene gespeicherte Daten für benutzerdefinierte große Sprachmodelle nutzen und auf diese Weise eigene KI-Dienste, ja, oder auch Chatbots oder intelligente Suchprozesse bereitstellen. Außerdem gab Snowflake zuletzt bekannt, dass man die Partnerschaft mit Microsoft erweitert. Microsoft bin ich übrigens auch selbst investiert. Um groß angelegte generative KI-Modelle für maschinelles Lernen in die Data Cloud zu bringen. Konkret geht es so etwa um Produktintegrationen mit Microsofts Azure OpenAI und Azure ML, um die gemeinsamen Markteinführungsinitiativen, wie Microsoft sagt, erheblich zu beschleunigen und gemeinsame Kunden den Einstieg in die nächste Welle generativer KI besser zu unterstützen. Ende Mai gab es da Zahlen zum ersten Quartal. Ja, und das hat auch einen Sellout ausgelöst. Die Erlöse, die stiegen zwar um 47,6% auf 623 Millionen US-Dollar.
während auch der Nettogewinn über dem Konsens lag. Aber enttäuscht hatte hier vor allem die Prognose für das Produktumsatzwachstum, das zum zweiten Mal in Folge gesenkt worden war und nur noch bei 34% lag. Die Analysten von Wolfie Research, die stellten daraufhin auch die Frage, ob Snowflake im Geschäftsjahr 2024 überhaupt noch 30% wachsen wird können. Ja, und dabei ist zu beachten, dass die Aktie mit einem KUV von 21 auch immer noch sehr hoch bewertet ist. Ja, diese Bedenken meines Erachtens könnten jetzt mit den neuen Partnerschaften vom Tisch sein. Nach einem Gesamtumsatz von 2,75 Milliarden US-Dollar im laufenden Geschäftsjahr 2024 rechnet der Konsens bis 2027 mit einer Steigerung auf 6,43 Milliarden US-Dollar. Ja, und auch der Nettogewinn, der soll von 0,58 US-Dollar auf 2,52 US-Dollar je Aktie im selben Zeitraum zulegen können. Was gibt es hier noch Neues? Ja, am 13. Juli, da hob die Scotia Bank das Kursziel auf 212 US-Dollar an. So, und jetzt schauen wir uns mal noch zum Schluss den Chart an. Ja, die Aktie, die fiel in den letzten zwei Jahren von 429 US-Dollar auf 110 US-Dollar. Auf dem aktuellen Niveau könnte hier ein Boden gefunden sein, nachdem im Mai eben die schwache Prognose zu einem Sellout geführt hatte. Seit Bekanntgabe der neuen Partnerschaften kann die Aktie mit relativer Stärke überzeugen. Ja, und ihr seht, wenn hier die 200 US-Dollar fallen, dann könnte hier der Boden abgeschlossen sein. Und dann dürften auch die 250 US-Dollar das nächste Ziel sein. Also ist durchaus eine Aktie, die man auf die Watchlist nehmen sollte und sich mal hier einen Alarm im Bereich von 190 bis 200 US-Dollar setzen sollte. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir doch wie immer einen Daumen nach oben. Darüber freue ich mich sehr. Und natürlich dürft ihr auch unten sehr gerne mitdiskutieren, wenn ihr eine eigene Meinung zu dem ein oder anderen Unternehmen habt. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende, einen schönen Sonntag. Bis zum nächsten Mal, sagt Andreas Haslinger.